Das ist Marius Beckmann. Der 27-Jährige stammt aus Kassel und ist schon seit seiner Kindheit begeisterter Musiker. Später hat er Orgelmusik in Paris studiert. Dass er die Stufen zur Empore in St. Sebastian fast jeden Tag hinaufsteigt, egal ob er bei einem Gottesdienst spielt oder nur für sich selbst improvisiert und übt, liegt an einem für ihn einzigartigen Instrument. Die Kuhlenorgel sei wie ein Sechser im Lotto, sagt er. Ein absoluter Geheimtipp in Augsburg. Auch er selbst wusste vor seiner Einstellung als Kirchenmusiker für St. Georg und St. Sebastian nicht, dass diese Orgel hier steht. Dann war ich eben, hatte mir 3-4 Stellen hier angeguckt, hier im Bistum und auch St. Georg, da habe ich mich sofort mit dem Pfarrer sofort verstanden. Und da hieß es dann im Bewerbungsgespräch, naja, wir haben da noch eine Orgel in St. Sebastian, die müssten Sie dann auch bitte mitbetreuen. Und dann, ja, habe ich gedacht, naja, das wird wohl so irgend so ein kleiner Regionalorgelbauer sein. Habe ich dann gesagt, ich würde da gerne mal drauf spielen. Und kam dann hier in die Kirche und war natürlich absolut fasziniert, was mich dann hier erwartet hat. Und so klingt die Orgel. Die Kuhlenorgel ist genau wie ihr Erbauer geprägt von der deutschen und der französischen Orgelbautechnik. Sie wurde zwar im Jahr 1965 umgebaut, hat dabei aber von ihrem originalen Klang nichts verloren. Diese vielen Klangfarben, die in dieser Orgel sind, die man jetzt erstmal so, wenn man den Spieltisch so sieht, jetzt gar nicht denkt man, naja, irgend so ein neobarockes Teil mit so ein paar romantisch angehauchten Sachen, aber das ist es nicht. Also man kann wirklich an dieser Orgel stundenlang spielen und es wird einem nie langweilig, weil man immer wieder, ich entdecke jetzt, ich kenne jetzt diese Orgel, vermute oder meine ich in- und auswendig, aber also ich entdecke jeden Tag eigentlich immer noch was Neues, was irgendwie wieder interessant klingt, was noch schöner klingt als das andere. Dann wie klingen die Register kombiniert zusammen und so. Und das ist wirklich, ja, ist eigentlich das, was das ausmacht hier. Der Orgelbauer Kuhlen hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch für andere Kirchen in Augsburg Orgeln gebaut. Die größte überhaupt befand sich in der Basilika St. Ulrich und Afra. Sie ist aber nicht mehr erhalten. Dafür sollte die bestehende umso mehr Aufmerksamkeit bekommen, sagt Marius Beckmann. Mein Ziel ist es sozusagen, die Orgel wirklich der Fachwelt bekannt zu machen. Also wirklich, ich habe jetzt auch mal zugesehen, dass wir da mal einen eigenen Wikipedia-Artikel kriegen über diese Orgel hier. Kirchenmusik-Homepage machen, Konzerte hier veranstalten, damit die Leute eigentlich mal wissen, was haben wir hier eigentlich für einen Schatz in unserem Bistum. Und diesen Schatz wollen wir uns natürlich ganz genau anschauen. Das riesige Musikinstrument hat auch im Inneren viel zu bieten. Besonders viel Platz für Besucher allerdings nicht. Für Fachleute ist der Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Orgelbauweise ganz klar zu erkennen. Ganz typisch französisch sind die überblasenen Pfeifen. Das haben wir hier. Und zwar, da ist hier so ein kleines Loch drin hier. Und das macht, dass die Pfeife überbläst. Das heißt, wenn ich diese Löcher jetzt zuhalte, kommt der normale Ton der Pfeifenlänge. Also so wie er eben ist. Das ist jetzt vielleicht ein 2/2-Drittel-Fuß, würde ich jetzt mal sagen, oder ein 2-Fuß. Wenn ich jetzt diese Löcher offen lasse, klingt es also eine Oktave höher und hat dadurch diesen hornflötigen Klang. Also das ist ganz typisch für französische Orgeln. Wenn Sie diesen typischen Orgelklang einmal selbst hören wollen, können Sie das in den Gottesdiensten in der Kirche St. Sebastian tun. Ein Konzert ist für die kommende Sebastiani-Oktav geplant. Dann wird es neben Musik von Marius Beckmann auch eine Orgelführung geben.